Also jedes Mal kommt beim Anlegen hier schlechte Stimmung auf. Weißt du, der Kahn liegt, ich habe den eingeparkt, wie du es mir gesagt hast, ohne Bugstrahlruder. Und dann geht's los. Meine Frau weiß nicht, wo sie den zuerst festmachen soll. Hinten, vorne, der Kahn geht nach hinten weg, wenn der Wind kommt, oder geht vorne weg. Gibt's da nicht irgendeinen Trick, wie man den Kahn in Ruhe festmachen kann? Naja, dann machen wir das mal. Oder machen wir das mal mit einem Vorspringen. Womit? Mit einem Vorspringen. Mit Vorspringen? Ja. Was ist das? So, ja, was? So kannst du auch nach vorne springen. Hey, komm mal, ich zeig dir das mal. Vorspringen? Das ist ein Vorspringen hier. Mhm. Ich geht quasi von vorne nach auf Mittelschiff. Hin. Ja, nach hinten. Ja, und weil er vorne ist, ist das ein Vorspringen. Okay. Und die hast du hinten auch. Hinten hast du ein Hinterspringen. Aber die benutzen wir jetzt nicht. Gut. Weil der Wind kommt aus, wo kommt der Wind her? Die kommt aus die Richtung, die wir nehmen, also, Vorspringen. Gut, Vorspringen. Ja. Das ist jetzt eine ganz wichtige Leine, die wir jetzt benutzen werden. Aha. Ja? Aber wir, da, also ich meine, jetzt ist er ja festgemacht, der Kahn. Ja. Der ist ja dann nicht festgemacht, der Kahn. Nee, ja, wir fahren mal hin. Ja? Und das Erste, was du da machst, was ich mache, ich lege das Schiff so hin, dass du mit die Leine einfach so rumlegen kannst. Ja. Dann machst du vorne fest in diese Länge ungefähr. Ja. Ja, nicht zu kurz, weil dann steht das Schiff hier auf der Ecke. Ja. Und dann steht mit einer Hecke einen Meter weit von dem Steg. Das muss natürlich nicht sein. Und dann zeige ich dir mal, wie du das Schiff hinlegen kannst. Mach mal so die Leinen fertig. Genau. Das eigentlich kannst du schon machen. Kann ich schon machen? Ja. Soll ich machen? Ja, mach mal. Mach ich das mal. Das wird lustig. Also hier ist die Leine. Ja. Die ist aufgerollt. Ja. Hängt schon hier vorne in dem Paddel drin. Wenn ich das richtig verstehe, bist du jetzt bereit. Ja, natürlich. Sieht so aus, ne? Vorspringen in der Hand, alle Dude. Und was muss ich eigentlich machen mit dieser Vorspringen? Auf den Moment erstmal die Ruhe bewahren. Aber ich lege das hier erstmal schön in Position, damit du es leichter hast, weißt ja, du? Ja, natürlich. Danke sehr. Sehr nett. Das Fenderhäfchen bedankt sich. Ich fahre jetzt dran und dann muss ich so das Schiff so in Position bringen und so hinlegen, dass Norbi die Leine ganz leicht und sanft drüberlegen kann. Also die Leinen müssen wirklich parat sein, vorbereitet sein. Die müssen hier vernünftig liegen. Das so, Auge muss Achtung. Hier schon um die Klampe rum sein. Und ich muss jetzt das hier rüberlegen. So, jetzt lege ich das rum. Ich hab's rum. Nicht zu kurz, ne? Nicht zu kurz. Nicht zu kurz. Ja, so reicht. So, Vorspringen liegt. Das Ruder jetzt über Bankbord, das von Steg weg. Gas nach vorne, erste Raste. Kein Gas geben, einfach in das Getriebe einschalten und laufen lassen. Und jetzt fährt das Schiff in diese Vorspring rein. Siehe da. Zack. Und wie von Geisterhand zieht sich das Schiff an den Steg erstmal und dann das Heck selbstständig an den Steg. Und so bleibt sie liegen. Ich mach nichts. Also der Kahn liegt an einer Leine, Vorspringen. Das Ruder zeigt weg vom Steg, nach links in dem Falle, nach Backbord. Und durch den Vortrieb der Schraube im Vorwärtsgang drückt sich das Heck automatisch gegen den Steg. Ja, geil, wa? Sag mal, Lenny, jetzt haben wir ein Problem. Hast du aber schön eingepackt, muss ich sagen. Ja, also ich stand schon da, aber dann kamen hier noch die anderen Kandidaten und dann, jetzt stehe ich hier ordentlich eingepackt und jetzt muss ich rausfahren. das geht doch nur mit Bug und Heckstrahlruder, nee, oder? Natürlich nicht. Denn wir haben doch gelernt, ohne Bug und Heckstrahlruder zu fahren. Ja, aber doch nicht in so einer Situation. Aber natürlich. Ach, das kann doch nicht sein. Ach, natürlich. Du, vorne bin ich auch ziemlich eingeparkt. Bisschen, ja, das ist auch ein bisschen eng. Also viel Platz ist hier nicht mehr. Ach ja, natürlich. Guck, 2 Meter noch. Das reicht doch locker. Du, wir haben doch gelernt, wir können mit einem Vorspringen anlegen. Ja. Wir können auch mit einem Vorspringen ablegen. Ach so. Man kann mit der Vorspringen anlegen und man kann mit der Vorspringen ablegen. Ja, sicher. Ist eine Übungssache, aber ja, wenn man es gut drauf hat, kann man das lernen. Und auch wenn es so eng und brenzlig ist hier? Wollen wir es einfach mal probieren? Ja, ist ja mein Schiff, für dich ist ja kein Risiko. Mir ist das egal. Ein Kratzer mehr oder weniger. Ja. Ein bisschen Arbeit muss ich auch haben im Winter, wa?
Aber ich will's wissen, ob es geht. Interessiert mich wirklich. Ich will wissen, ob das geht, wie man das mit Vorspringen ablegen kann. Interessiert mich jetzt mal. Machen wir mal. Na denn. Machen wir. Muss doch rein, Mensch. Ach so, hab ich gar nicht geguckt. Ja, ich sag schon. Ich kann mich noch erinnern, wie der Ruder stand, als wir mit Vorspringen angelegt haben. Ja. Wo stand der? Nach Backbord, weg vom Steg. Genau. Und das genau das machen wir. So legen wir, so starten wir. Lassen den Motor drehen. Aber? Machen wir hinten lose. Aha. Und dann drehen wir den Ruder ganz andersrum. Genau andersrum. Als ob wir auf den Steg zufahren würden. Genau. Nach und Steuerbord. Dann, und dann dreht er quasi weg. Und wenn er an deinen Nachbar hinten vorbei ist, dann machen wir rückwärts. Okay. Aber das ist schon, muss man schon aufpassen, wenn es so ein bisschen man eng ist. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber du, es ist dein Schiff, nicht meine. Das mir ist das egal. Ich würde ja sagen, Bugstrahlruder. Nee, ist kaputt, geht nicht mehr. Ich ziehe gleich die Sicherung raus und dann ist Schluss. Also du hast jetzt Kommando Bugstrahlruder kaputt gegeben. Ja, genau. Okay, und deswegen damit. Also so richtig wohl ist mir da nicht, aber wir werden mal gucken, wie das aussieht. Mir auch nicht, aber was soll ich machen? Ach so, es ist beiden nicht wohl. Mir ist auch nicht wohl dabei. Ich mache das auch zum ersten Mal. Und wir gucken mal, ob das klappt, ob wir keinen Kratzer drauf bekommen. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt, ich glaube, ich werde ganz schnell das Bugstrahlruder wieder anreparieren. Du musst vorne starten, mein Freund. Und da ist kein Bugstrahlruder. Du musst die Leine festhalten. Stimmt. So, Motor läuft. Motor läuft. Womit fangen wir an? Buchst du den Extra-Ruder sind aus. Sicherung ist gezogen. Also ich... Finger weg. Kannst du da... Finger weg. Anfassen und... Nee, nicht. Alle Probleme werden gelöst. Das denkst du. Gut, okay. Ja, ja. Ohne Bug und Heckstrahlruder. Ohne Bug und Heckstrahlruder. Motor läuft. Mit Vorspringen. Wir legen, ich schätze mal, du legst jetzt das Ruder in die Position, mit der wir in die Vorspringen reingefahren sind. Genau, das über so, Backbord. Also Ruder weg vom Steg. Ja. In dem Fall nach Backbord. Genau. Haben wir gemacht. Und jetzt steht. Legst du erste Raste, Vortrieb. Der drückt jetzt das Heck an den Steg und das wäre für mich die perfekte Zeit, um den hinten in aller Ruhe abzubinden. Das kannst du jetzt machen. Mach jetzt. Ja, mach mal. Das klappt. Ich mache jetzt hinten das Schiff ab. Nehme die Seile natürlich wieder an Bord. Dass wir hinten sozusagen losfahren können. So, du gehst jetzt nach vorne. Jawohl. Und guck mal, dass ich da die Reling wegrasiere, ja? Ich guck, ob du die Reling wegrasierst. Ja, guck mal, ich habe jetzt Gas nach vorne gemacht. Ich habe eigentlich den Getriebe eingeschaltet nach vorne. Aber kein Gas geben, ist wichtig. Weil die Leine muss nicht kaputt und die Steg muss auch nicht kaputt. Das einfach so laufen lassen und dann drückt den Ass schön gegen den Steg. Und was wir jetzt machen ist, er hängt jetzt schön in der Vorspring, durch das wir uns Vorwärtsgang drin haben. Und was wir jetzt machen, wir legen jetzt eigentlich unsere Ruder, drehen wir jetzt nach Steuerbord, das ist quasi zum Steg. Bist du bereit? Alles klar. Machen wir. Jetzt geht's los. Gut. So, also jetzt dreht Lenny das Ruder hin zum Steg. Und jetzt drückt quasi der Motor den Kahn hier um diesen Fender ganz langsam weg vom Steg. Es passiert überhaupt nichts. Und jetzt könnte man rückwärts fahren und wäre weg. Unglaublich, funktioniert. Und jetzt kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir natürlich ablegen müssen. Jetzt! Kannst du ablegen? Jetzt muss ich ablegen. Die Vorspringen abmachen. Einziehen. Wir sind ab, haben abgelegt. Und Lenny fährt den rückwärts elegant vom Steg aus der engen Parklücke. Ganz einfach nach hinten weg. Ja, soll mal einer sagen, man braucht Bug- oder Heckstrahlruder. So, also man kann alles fein dosieren, man kann alles mit einer Vorspring machen, aber weißt du was, Lenny? Ne. Weißt du, was du jetzt demnächst überhaupt nicht mehr verkaufen wirst? Ne. Schätz mal. Ich hab keine Ahnung. Bugstrahlruder. Muss ich auch nicht. Warum nicht? Ich hasse die Dinge. Ja.
I'll be coming up hot for a minute.